Ja, Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Falls sich jemand schon mal gefragt hat, was das für Teile sind hier, das sind Entlüftungsrohre für den AKE, für den Abwasserkanal Emscher, den 51 Kilometer langen. So, ich möchte heute gucken, ob der Solabsturz an der Emscher noch da ist. Oder ob die Durchgängigkeit jetzt vollständig hergestellt ist. Schauen wir mal. Das letzte Mal, als ich hier war, hatten sie schon so eine Baustelle eingerichtet. Oder zumindest damit angefangen. Ja, ich kann da schon was erkennen. Obwohl es auf den ersten Blick genauso aussieht wie immer. Oder? Guten Tag. Ja. Kommt man hier auf die Straße nach Herne hin? Ja. Ja. Ja, ne? Wo er zum Lidl kommt da hinten, ne? Ja, Emsring. Ja, ja. Ja, rechts. Okay, ich muss die Zusammenhänge haben. Ich habe eine Frau im Rollstuhl, wir wollen im Rollstuhl laufen. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Die Kreuzung Richtung Röllinghausen, die ist hier vorne, ne? Ja, ist ein Stückchen, aber das Problem ist, da vorne haben sie keinen Bürgersteig an der an der Straße. Das ist unangenehm. Ich würde hier am den Emscher entlang gehen. Einfach folgen. Kommen sie automatisch zu der, wie heißt das, Horsthaus? Zum Hafen da oben, in Recklinghausen Süd. Das ist noch ein bisschen weiter dann, ja, aber die erste Querstraße ist da, Horsthauser Straße, glaube ich, ja, heißt ja. Die. Pöppinghauser Straße, ne? Das ist die Pöppinghauser hier. Die dann kommt da hinten die Ampel am Emsring und dann geht es rechts über die Emscher rüber. Wenn sie hier lang gehen, dann kommen sie direkt da, wo der Lidl ist. Aber wie sagt da Straße? Ja, der Lidl ist neu. Wir sind gestern mit dem Wagen oben hergefahren, in das erste Stück hier an der Emscher entlang gelaufen. Ja. Und da habe ich gewundert, weil ich mich eigentlich nicht auskenne mit den Hausen. Ich habe auch hier mal die Marienstraße ausgebaut als Bauleiter. Oh. Und jetzt sind wir hier rumgekommen. Ich sehe da auch immer ein riesen Dinges stehen, ein Lidl stehen. Ne? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange der schon da ist, aber. Ja, ich bin auch danach auf. Aber lange pensioniert, aber früher die Atlantis-Videothek da an der Kreuzung. Ja, ja. Vielen Dank, ne? Tschüss. Gerne, bitteschön. So, Leute. Oh, guck mal, da haben sie schon. Was haben sie denn da gebaut? Da ist das Messgerät. Das Messgerät, was hier die. Ja, aus Hochwasserschutzgründen und umwelttechnischen Gründen ist das hier, das misst die Abflussmenge der Emscher. Ist noch da. Es ist noch da. Das Absturzbauwerk. Ja, also das ist auf jeden Fall neu. Oh, jetzt habe ich ihm gesagt, er soll den Emscherweg hier folgen, aber jetzt ist das dazu, hä? Nee, doch nicht. Es ist offen. Da vorne kommt auch einer. Ach guck mal, da siehst du, wie er sich da im Zaun dran vorbeischlängelt. Sollte natürlich eigentlich nicht so sein, aber lässt sich schon davon abhalten, hä? Wie man sieht, er nicht und er wird es auch nicht tun.
immer wieder beeindruckend. Vor allem, wenn man das Hochwasser, das Klopapier sieht, was hier rumhängt, ne? Und wie hoch das hängt. Aber das habe ich ja alles schon zur Genüge. Seht ihr da hinten den Ast? Den da. Jetzt achtet mal, wie hoch das da drin hängt in dem Baum. Oder da vorne. Was sagt uns das? Bei Hochwasser wurde und wird die Emscher immer noch zu einem wahren Monster. Ja. Allerhöchste Vorsicht angesagt. Ja. Niemals bei Regen hier hingehen. Überhaupt bei allen anderen Köttelbecken auch nicht. Und auch nicht in Regenrückhaltebecken oder Hochwasserrückhaltebecken bei Starkregen. Na schön. Ich wollte eigentlich nur hier gucken. Das ist neu hier, das haben sie neu gebaut. Brauche ich eigentlich nicht rübergehen. Brauche ich eigentlich nicht rübergehen, um mir das anzugucken, oder? Das ist einfach nur, keine Ahnung, eine Tribüne. Kann man demnächst zugucken, oder was, wenn das hier abgerissen wird? Nee, Quatsch. Aber warum bauen die das da drauf, wenn noch hier noch das... Puh. Also das muss ja weg hier. Warum haben die das gemacht? Wer weiß es? Bitte Kommentare.